Habt ihr schon einmal eine Veranstaltung gehabt, die nicht so gut gelaufen ist? Ich schon. Und was ich daraus gelernt habe, wollte ich euch heute mal erzählen, dass ihr nicht dieselben Fehler macht, die ich gemacht habe. Mein Name ist Bojana und ich freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Literaturwelten. Manchmal läuft die Lesung alles andere als so, wie man es sich gewünscht hätte. Es ist manchmal so und da muss man einfach drüber hinweg. Es ist mir nämlich letztens passiert, dass ich ein digitales Gespräch mit einer sehr jungen Autorin gehabt, die ein tolles Buch geschrieben hat und wirklich ein tolles Gespräch verdient hat. Aber was ist denn passiert? Das Problem fing eigentlich bereits vor der Lesung an, denn ich hatte, das ist jetzt keine Entschuldigung, aber wir hatten noch kurz vor dem Termin ein kleines Problem mit unserer kleinen Maus, die jetzt 2 Jahre alt ist, und das hat sich erst kurz vor der Lesung gelöst. Das heißt, ich bin quasi direkt von einer bisschen problematischen Situation in die Lesung reingekommen. Ich hatte, glaube ich, 15 Minuten Zeit, um mich hier vorzubereiten und das Gespräch zu starten. Das war schon eben, dass davor die Zeit gefehlt hatte, dass ich wirklich zur Ruhe gekommen bin, dass ich meine Gedanken sammle, dass ich mich innerlich auf das Gespräch vorbereite, sondern ich hatte so einen Eindruck, dass ich einfach mal von einer Situation direkt in die andere gekommen bin und meine Gedanken noch nicht richtig sortiert habe. Also mein Tipp Nummer 1, gönne dir eine Auszeit vor dem Gespräch. Eine Zeit, in der man einfach zur Ruhe kommt, sich auf das Gespräch fokussiert und sich nur darauf konzentriert und nichts anderes. Dann Problem Nummer 2. Ich habe, und das ist die Eitelkeit der Frau, vielleicht auch nicht, ich habe nicht genug Zeit gehabt, um meine Haare ordentlich zu machen. Tja. Und während des Gesprächs habe ich immer wieder irgendwelche Strähnen gesehen, die einfach nicht so waren, die ich es mir gewünscht hätte und die ich normalerweise habe. Das führte dazu, dass ich mich mehr auf die blöden Haare konzentriert habe, als eigentlich so auf das Gespräch, beziehungsweise das hat mich dermaßen abgelenkt, dass das einfach unmöglich gewesen ist. Punkt Nummer 3 war eine mangelhafte gedankliche Vorbereitung. Das heißt, ich habe mir eigentlich jede Menge Themen überlegt, auch spannende Themen zum Gespräch, und das mache ich immer so und das funktioniert auch immer sehr gut. Nur diesmal habe ich die Themen nicht mehr in eine bestimmte Ordnung gebracht, wie ich sie bringen möchte in einem Gespräch, sondern habe einfach mich in meinem Hochmut kommt vor dem Fall, wie auch immer, gedacht, das mache ich doch schon während des Gesprächs. Und ratet mal, während des Gesprächs habt ihr einfach keine Zeit dafür, noch zu denken, wie die Reihenfolge der Themen ist oder sein sollte oder spannend sein könnte. Daher, mein nächster Tipp ist, bereitet euch wirklich alles vor. Und nicht nur allgemein die Fragen, sondern auch die Reihenfolge und. Und das nächste Faktor, der da eine Rolle gespielt hatte, war, dass mich die Autorin tatsächlich in einem Punkt überrascht hatte, in diesem Sinne, dass ich dieses Buch gar nicht so gelesen habe. Und da war ich auf einmal so aus meinem roten Faden gezogen, weil ich dachte, ja, natürlich, das ist eine naheliegende Interpretation und Sichtweise, die ich bisher irgendwie nicht so klar gesehen habe. Und in diesem Moment, statt einfach
das zu thematisieren, dass ich das gar nicht so gelesen habe, habe ich mir im Kopf immer wieder so Gedanken gemacht, wie konnte ich das übersehen? Das geht doch gar nicht. Warum habe ich das nicht so gelesen? Und so weiter. Und da war ich in meinen Gedanken so weit verloren, dass einfach das ganze Gespräch auf einmal den roten Faden verloren hatte. Das führte wiederum dazu, und das ist ein Tipp, den ich immer wieder gebe und den ich mir eigentlich selber hätte geben sollen, thematisiere das nicht. Ist man einmal hingefallen, aufstehen, gerade stehen und weiter. Und ich bin, weil es mir so peinlich gewesen ist, dass das nicht professionell genug gewesen ist in meinen Augen, ich bin immer wieder quasi in meinen Gedanken zu dem Punkt zurückgekommen und habe mich dann ein paar Mal dafür entschuldigt, dass das einfach gerade nicht so rund läuft mit dem Gespräch. Und dabei war die Autorin wirklich toll und sie hat super spannende Sachen erzählt, die ich einfach durch meinen Auftritt nicht genügend gewürdigt habe, nicht genug einfach Plattform geboten habe. Ich denke, dass es in einem Gespräch auch gute Momente gibt und dass nicht das ganze Gespräch einfach dadurch auseinandergefallen ist. Aber manchmal ist es so. Und das Schlimmste ist, mit dem Gedanken weiterzuleben, dass es irgendwie jetzt gerade nicht so gelaufen ist, wie man es gerne hätte oder wie man auch gewohnt ist. Und da muss man halt weiter. Aber was habe ich denn dafür gelernt für die Zukunft? Erstens, es wird wirklich alles im Voraus dermaßen vorbereitet, dass ich das Gespräch quasi 2 Stunden früher anfangen könnte, es wäre alles bereit gewesen. Und die zweite Sache ist, ich werde mir vor jedem Gespräch jetzt wirklich 10 Minuten nehmen, wo ich mich erde, wo ich wieder meine Mitte finde, wo ich mich konzentrieren kann und alles von mir lassen kann und mich nur auf das Gespräch freuen. Denn von einem Thema in das andere zu rutschen, das ist, glaube ich, nie eine gute Lösung. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Stolperern ein bisschen geholfen habe, die nächste Veranstaltung, die ihr moderiert, super zu meistern. Und ich drücke mir die Daumen, dass das eine gute Lektion gewesen ist, die ich nicht nochmal lernen muss. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch gute Lektüre, nur spannende Bücher und bis bald. Tschüss!